Hi! Willkommen zur nächsten Generation von Pokémon. Diesmal wieder eine Randomizer Nuzlocke. Ich kann es mir einfach nicht nehmen lassen. Ich hatte dieses Projekt schon mal ganz kurz aufgenommen, so eine Dreiviertelstunde lang nur als Randomizer, nicht als Nuzlocke. Und Leute, das war mir ein bisschen zu lahmarschig. Das kann man so nicht machen. Leute, wir müssen mitfiebern. Hier müssen Leute sterben, die wir mögen. Und das ist wie bei Game of Thrones. Ich hoffe mal nicht, dass uns hier ein Koga begegnet. Also Leute, seid ihr bereit? Ich bin's. Dann mal los. Pokémon Perl Edition. Ich hab so Bock darauf. Ich glaube, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich Bock jetzt darauf habe. Hallo du. Freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin deutlich über 50. Aber jeder nennt mich einfach nur Pokémon Professor. Zunächst möchte ich dich etwas fragen. Ist dies dein erstes Abenteuer? Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir an der absolut richtigen Adresse. Ja, gut, aber ich will mal wissen, was bei Abenteuer steht. In der Welt, die dir nun offen steht, wartet ein großes Abenteuer auf dich, in dem du der Held bist. Rede mit den Leuten und überprüfe Dinge, wo immer du bist. In Städten, auf Straßen oder in Höhlen. Sammle überall Informationen, nutze jede erdenkliche Quelle. Neue Wege werden sich auftun, indem du Menschen in Not hilfst, Herausforderungen meisterst und Rätsel löst. Manchmal wirst du von anderen herausgefordert und von wilden Geschöpfen angegriffen werden. Meistere diese Herausforderungen und gewinne an Stärke. Dennoch geht es nicht nur darum, stärker zu werden. Während deines Abenteuers interagierst du hoffentlich mit allen möglichen Personen, um deinen Charakter zu festigen. Das ist das eigentliche Ziel dieses Abenteuers. Möchtest du noch etwas wissen? Das ist mein Aktenkoffer, da ist eine Bombe drin. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Hier habe ich einen Pokéball. Bitte berühre den Pokéball in der Mitte. Nein, 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 nicht A drücken. Die Schaltfläche des Pokéballs. Nein, du dummer Idiot, lass das sein. Ey, hör auf, jetzt. Lass es. Putsch! Wir Menschen leben mit den Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein. Und stärken so das Band, das sie verbindet. Und was ich tue, willst du wissen? Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen über dich? Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Ja, gerne. Die sind beide so ein bisschen wie aus dem Labor. Aber sie ist so... Sie hat so viel Baumeln, finde ich. Guck mal, hier der Schal noch und dann die Haare. Und dann trägt sie diese tonnenschwere Tasche, wo 500 Pokébälle drin sind. Einfach so locker mit dem linken Arm. Nicht über die Schulter, sondern einfach auf dem Unterarm. Ja, die Frau, die hat's. Die ist einfach stark. Aber wir nehmen lieber den Kerle mit seinem super lässigen Schal. Der Mütze, die aussieht wie so ein aufgeschnittener Zeppelin. Ja, das machen wir. Aha, du bist also ein Junge? Ja. Verrätst du mir auch deinen Namen? Das ist einfach. Der Name von unserem Hauptcharakter dieses Mal wird nämlich folgendermaßen lauten. Moin! Ganz einfach. Du bist also Moin. Ja, ich bin Moin. Sehr schön. Du bist also Moin. Das ist aber mal ein schöner Name. Das finde ich auch. Und dieser junge Mann hier, ich glaube, das ist ein Freund. Wie er wohl heißt? Der Arnold ist auch schön, aber ich hatte übrigens in der Aufnahme, die ich als Probeaufnahme hatte, da hatte ich ihn Nein genannt. Dann ist mir aufgefallen, dass Scully den auch so genannt hat und dann musste ich alles doch mal neu machen. Ah, okay, Bier. 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 Bier, sagst du? So heißt dein Freund also? Ja. Bier. Moin und Bier. Nun, moin, die Zeit ist gekommen. Du wirst nun Abenteuergeschichte schreiben. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Und auf deinem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren, da bin ich mir sicher. Genug geredet, lasst uns endlich Titten sehen. Was? Stand das da gerade wirklich? Meine Güte, ich dachte, das wäre ein Spiel für Kinder. Oh, dramatische Musik! Trotz anstrengendster Bemühungen ist es dem Team nicht gelungen, das seltene, mit eigentümlichen Farben versehene Pokémon aufzuspüren. Das rote Gyarados ist bisher nicht vor dem entmutigten Team aufgetaucht.
Und damit beenden wir unsere Berichterstattung über die Suche nach dem roten Garados. Ihr Jubelstadt-TV. Wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Bis dann. Okay, jetzt erstmal eine Runde Thong hier, oder? Das ist eine Wii-Konsole. Ihr Controller ist eine Wii-Fernbedienung. Auf dem Fernseher ist der Titelbildschirm eines Videospiels eingeblendet. Ach, haben wir das gerade nur gespielt? Waren das gar keine Nachrichten? Oder ist es wie bei Verkehrspunkt? Da spielst du so ein Videospiel, auf einmal ist der Bildschirm anders und die zeigen da so einen Berg. Wir können ja auch sein. Moin, lies die Information. Grundwissen über Pokémon. Menschen und Pokémon leben in dieser Welt Seite an Seite. Diejenigen, die mit Pokémon an Kämpfen teilnehmen, nennt man Pokémon-Trainer. So wie wir bald einer sein werden. Okay, sollen wir mal schlafen hier? Gut, Let's Play vorbei. Ich drehe mich nochmal um. So, schön auf dem Bauch. Ah, hier riecht's nach Pups. Der X-Knopf öffnet das Menü. Mal draußen gucken. Ach, guck mal, scheint die Sonne. Ja. Hallo. Ach, Mutter. Mutter hat wieder was. Ja, was gibt's denn? Moin! Bier war vor kurzem hier und hat dich gesucht. Ich weiß nicht, was er damit meinte, aber er sagt, es gäbe einen Notfall. Okay. Notfall hin oder her. Was guckst du denn im Fernsehen? Hallo alle zusammen. Hier ist die Zusammenfassung des Wettbewerbs. Der Gewinner des heutigen Klugheitswettbewerbs der Normalklasse ist Martin, der mit einem vor Klugheit sprühenden Pokémon angetreten ist. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. So, Mutter, ich nehme noch mal ein Bier mit, ne? Im Kühlschrank steht Mamas Lieblingsdessert. Senf. Mamas Küche ist super sauber. Man kann sich im Boden spiegeln. Und hier ist sie auch super sauber. Aber dahinter, da liegt eine tote Ratte. Das weiß ich ganz genau. Du weißt doch, wie ungeduldig Bier ist. Bevor ich ihn nach der Bedeutung fragen konnte, war er auch schon wieder weg. Moin! Geh nicht ins hohe Gras! Wilde Pokémon könnten dich angreifen, wenn du durch hohes Gras gehst. Das wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest, aber... Oh doch, und wenn das Pokémon stirbt, dann stehe ich wieder da. Okay. Hallo. Die neue Technologie haut mich glatt aus den Latschen. Ich meine, du kannst mit Leuten auf der ganzen Welt spielen und das drahtlos. Ja, Freunde, das war damals wirklich eine technische Revolution. Kennt man gar nicht. Früher musste man das immer mit so Linkkabeln machen, ne? Kennt ihr gar nicht mehr, ne? Ja, zum Glück. Das war keine gute Zeit, auch wenn viele Leute das mögen. Sag mal, pack mich nicht an, du Lachsnacken. Ha, ja, moin! Bier hat dich gesucht. Ich glaube, er ist nach Hause gegangen. Warum gehst du nicht zu ihm? Was ist mit dir eigentlich? Warum packst du mich einfach an? Ja, moin, Bier hat dich gesucht. Ich glaube, er ist nach Hause gegangen. Warum gehst du nicht zu ihm? Na, erstmal nicht. Erstmal mit den Leuten hier reden. Hallo. Es stimmt schon, dass wilde Pokémon ab und an Menschen angreifen. Aber sie schließen auch genauso gerne Freundschaften mit den Menschen. Leute, mal ganz kurz was zu dem Projekt. Randomizer Nuzlocke, wie immer. Die Regeln sind eigentlich klar, stehen aber nochmal in der Videobeschreibung. Hier, ich versuch's nochmal aus dem Kopf zusammenzufassen. Also... Alle Pokémon sind ineinander durchgetauscht, das heißt, es ist komplett zufällig, welche Pokémon ich treffe, außer die legendären Pokémon, die statischen Pokémon, die irgendwo rumstehen. Die konnte ich leider nicht verändern in dieser Generation. Weiterhin sind alle Items unterschiedlich, sind auch alle durchgetauscht und ganz neu jetzt. Die Attacken, die die Pokémon lernen, sind auch zufällig. Wow, das macht das Ganze noch ein bisschen spannender. Und die Fähigkeiten der Pokémon sind auch zufällig. Huiuiuiui, das ist ja eine ganze Menge. Außerdem versuche ich in diesem Projekt ein bisschen mehr ja selber und alleine zu spielen. Bei der Feuerrot Randomizer Nuzlocke habe ich mich ja eher darauf konzentriert, viele Gastkommentatoren zu haben, was natürlich auch manchmal zu Organisationsengpässen geführt hat. Deswegen gab es auch lange mal keine Parts. Diesmal werde ich so machen, dass wenn ich Gastkommentatoren haben möchte und die gerade da sind, dann sind sie auch dabei. Und ansonsten bringe ich einen Part, den ich nur selber aufgenommen habe. Ist das cool, Leute, oder ist das nicht cool? Ich hoffe mal, das ist cool. Auch wenn die andere Nuzlocke da ein bisschen davon gelebt hat, dass ich viele Leute dabei hatte, aber ein bisschen Kontinuität muss ja auch sein, ne? Gut, das ist wichtig. Wollte ich nur kurz vorher mal sagen, bevor es losgeht. So, dann hier rein. Moin. Du verbringst viel Zeit mit Bier. Ihr seid wahre Freunde. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Guten Tag. Zeit für riesige Rekorde. Wie immer sehen wir auch dieses Mal einen aus der Vielzahl an Rekorden an, die von Trainern aufgestellt wurden. Riesige Rekorde möchte von dir hören. Sei nicht schüchtern und teile uns mit, wenn du Rekorde gebrochen hast. Auch ein Statistiktausch mit Freunden im Connex-Club ist von Vorteil. So erfahren wir auch von den Rekorden deiner Freunde. Wir möchten die Rekordmomente unserer Zuschauer nicht verpassen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Muss man dafür seine Hose ausziehen? Ich glaube ja.
Nee, wie soll man denn sonst einen Rekord brechen hier? Zwei Blattdor, Frische und Freiheit. Die 2F. Freizügige Frauen. So muss es. Moin! Hast du schon gehört? Der Pokémon-Professor ist in den Nachbarort zurückgekehrt. Er soll 4 Jahre lang weg gewesen sein. Ob er wohl in der Zeit was Faszinierendes über die Pokémon herausgefunden hat? Du, hör mal, Moin. Ich möchte ein niedliches Pokémon haben. Ja, dann fang dir eins. Pokémon Supermarkt. Bei uns findest du alles. Pokémon Center. Wir stehen dir immer bei. Für die anspruchsvollen Pokémon die Trainerschule. Für die anspruchsvollen Pokémon die Trainerschule. Nicht für die anspruchsvollen Trainer, nee. Da kommen die Pokémon und ziehen den Trainer so am Ohr dahin, so von wegen, ja, das ist voll der Idiot. Der braucht jetzt erstmal einen Crashkurs in Pokémon-Attacken. Wow, wow, was ist hier denn? Was, wie? Oh, hey, moin. Hey, ich geh zum See und du auch und beeil dich. Also, moin, ich stelle dir 1 Million Dollar in Rechnung, wenn du zu spät bist. Oh. Hui. Ich hab was vergessen. Was ist das denn für ein Flocki? Können wir dem seine Post klauen? Und verbrennen oder so? Oder kennt ihr noch diesen alten Trick, in so eine Papiertüte großes Geschäft machen, anzünden, klingeln und wegrennen? Hehe, das mache ich jetzt. Und dann kommt seine Mutter raus mit den ganzen neuen Schuhen aus Nappa-Leder und dann... Pokémon Center, wir stehen hier immer bei. Habt ihr Bier hier? Ich kann doch nicht mal in den Kühlschrank reingucken. Und das kann ich mir auch gar nicht angucken. Oh, hi, moin. Du suchst bestimmt Bier. Ja, klar. Er war kurz verschwunden und ist dann wieder nach Hause gekommen. Der Junge kann einfach nicht still sitzen. Was er jetzt wohl wieder vorhat? Ich hole mir mein Bier mal selber. Hört ihr das? Kein Bier für den Matti. Hier bin ich. Hallo. Ich nehme aber besser meinen Beutel und mein Tagebuch mit. Oh, hey, moin. Wir gehen zum See. Ich warte auf der Straße auf dich. 10 Millionen Dollar Strafe, wenn du zu spät kommst. Okay. Was läuft bei dir denn in der Glotze? Für die anspruchsvollen Trainer, die Trainerschule. Moin, lies die Information. Regel Nummer 1 für Abenteurer. Öffne das Menü mit dem X-Knopf. Regel Nummer 2 für Abenteurer. Speichere den Fortschritt mit Sichern. Mehr steht da nicht. Das machen wir mal. Möchtest du speichern? Ja, eine Menge Daten. Uiuiui. Jetzt pressen wir die Daten alle durch den Schlauch. Mit Gewalt, mit Gewalt. Bei uns standen diese Infos übrigens handschriftlich auf so einem, so einem Kasten oder was auch immer das war. So ein schwarzes Brett, was ich da hatte und so einen schönen Klebi dran gemacht. Okay, speichern ist wichtig. Vor allem in der Nuzlocke, wo wir ja auch nicht speichern und laden dürfen. Ich meine, das wäre ja auch schon so ein bisschen billig. Gut, darf ich jetzt hier lang gehen? Ist das jetzt erlaubt, Kerle? Ha ja, moin, du suchst Bier? Er hat sich vor einiger Zeit aus dem Staub gemacht. Aber weit ist er bestimmt noch nicht gekommen. Du holst ihn sicher ein. Das ist... Ich bin jetzt auf der Suche nach Bier. Hallo. Hey, du hast doch sicher auch die Nachrichten im Fernsehen gesehen, ja? Du weißt schon, Suche nach dem roten Garados. Das geheimnisvolle Auftauchen eines wütenden Pokémon in einem See. Das hat mir doch zu denken gegeben. Ich wette, mit dir bei uns im See lebt bestimmt auch so ein Pokémon. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir ziehen los und suchen das Pokémon. Oh ja. Ach, darf ich dich jetzt mitnehmen? Wetten der... Oh. Hey, wo willst du denn hin? Das rätselhafte Pokémon aus dem Fernsehbericht, das ruft nach mir. Wir gehen nicht nach Hause, vergiss es. Was ist hier? Was hat deine Mutter nochmal gesagt? Moin, geh nicht ins hohe Gras. Wilde Pokémon könnten dich angreifen, wenn du durch hohes Gras gehst. Das wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest, aber... Kann ich nicht noch weitergehen? Ja, geht ja jetzt nicht nach links, ne? Also, versuchen jetzt mal Fuck Life hier. Nein, es geht nicht weiter nach rechts. Da ist eine unsichtbare Mauer. Und hier dieser Lauchboy hinter mir. Der quatscht mich voll. Na gut. Sonst alles klar bei dir? Der wirkt so ein bisschen wie Heiko, ne? Auf zum See! Holen wir uns ein rotes Garados! Ohne Pokémon! Wir rennen da einfach rein und erwürgen das mit unserem Hand. Mit dem Arm so. Weißt du? Was geht hier vor? Professor, auf der anderen Seite gibt es auch nichts Außergewöhnliches. Ich muss mich wohl geirrt haben. Irgendetwas scheint anders zu sein als zuvor, aber egal, immerhin haben wir den See gesehen. Lucia wird gehen. Pokémon, Professor, wie gefällt es Ihnen, wieder in Sinnoh zu sein? Nach 4 Jahren muss es sicher aufregend für Sie sein.
Eins kann ich mit Sicherheit sagen. In Sinnoh gibt es zahlreiche seltene Pokémon zu untersuchen. Das Land ist wie geschaffen für unsere Studien. Moin. Geh mir aus dem Weg, verpiss dich. Verzeihung, dürfen wir mal durch? Ja, geht aus dem Weg, ihr Pissflitschen! Was soll denn das denn, diese zwei? Oh! Hey, moin! Sehen wir uns das mal an! Was meinst du? Nicht ins hohe Gras gehen? Tja, was passiert denn wohl, wenn wir ins hohe Gras gehen? Keine Ahnung. Wir versuchen es einfach mal beim nächsten Mal rauszufinden. Und dann sehen wir auch, was für ein Starter-Pokémon wir kriegen. Ist schön, ne? Machen wir nicht im ersten Part. Ich bin mal wieder so böse. Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, es ist ein neues Projekt und ich würde mich sehr, sehr, sehr über Daumenliebe und nette Kommentare freuen, wenn ihr das Video positiv bewertet. Ich umarme euch alle einzeln. Also so nett. Also nicht so ein Bärhack wie in Bloodsport, sondern so nett. Ihr wisst, wie das geht, ne? Habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gemerkt. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht es gut und danke fürs Zusehen. Tschüss.